Warum haben manche Menschen immer genug Geld? Und warum haben manche Menschen nie Geld? Das ist doch komisch, oder? Und selber denkt man sich auch oft, hat das mit viel oder wenig Arbeit zu tun? Hat es nicht. Ganz unabhängig, ob man jetzt viel oder wenig arbeitet. Manche Leute, die aber immer genug Geld haben, die arbeiten gar nicht so viel, wie man oft glaubt. Also, mit was hat das zu tun? Und speziell, die wichtige Frage, wenn man selber gerade ein bisschen im Engpass drinnen ist, wie kann man das nachher umdrehen, dass man wieder in die Fülle kommt, dass einem Geld nachher wieder zufließt und dass man sich wieder leichter tut. Es ist alles eine Frage des Bewusstseins. So wie du das in dir drinnen tragst, also so wie du über Geld ganz tief drinnen denkst, genau so spielt es in deinem Leben eine Rolle. Also wenn du sagst, Geld ist ganz selbstverständlich, dass ich es habe, das ist ganz normal. Also Geld ist eh logisch, dass man Geld hat und dass man mehr Geld hat, als wenn man braucht. Nachher wirst du genau das so erleben. Okay, wie kann man jetzt das umdrehen, wenn man es momentan eng hat? Nachher könnte man sich freuen über den Wohlstand von anderen. Das geht wirklich. Wenn neben dir auf der Bank oder vor dir auf der Bank jemand einen hohen Betrag einzahlt, nachher kannst du dich so richtig darüber freuen und kannst sagen, wow, Wahnsinn, so viel Wohlstand, so viel Geld ist da. Du könntest in ein Kleidergeschäft reingehen oder in ein Lebensmittelgeschäft und du könntest dir bewusst werden, welchen Wohlstand und welche Überfülle das da gerade stattfindet. Und du könntest da richtig ein Bad nehmen da drin, also ein Bewusstseinsbad könntest du nehmen. Und was glaubst du, welcher Samen fällt noch auf deinem Garten neu? Genau. Wohlstand, Fülle, Überfluss. Und genau das wirst du nachher ganz automatisch draußen ernten. Weil vor 2000 Jahren haben wir es gesehen, wie im Himmel so auf Erden. Ja, aber das ist genau das Gleiche. Machst du dir Gedanken über die Luft, was du atmest? Dass vielleicht heute Abend zu wenig da ist und dass du jetzt noch ganz viel atmen musst, weil dass du genug hast. Oder legst du ein Konto an Atemluft an? Auch nicht, gell? Und genau so ist es bei den Menschen, die was immer ein Geld haben. Für die ist das ganz logisch. Genug da. Ich muss nur nehmen. Ich muss nur die Schleusen aufmachen. Und meistens konzentrieren sich die Leute ganz unbewusst eher auf das, was sie einnehmen können. Also die Quellen sind komplett offen. Die Schleusen sind offen. Und die Menschen, die aber immer zu wenig Geld haben, die beschäftigen sich meistens mit dem zu wenig. Die geben immer mehr aus, als wir sie haben. Und haben immer noch welche Ideen, was sie noch kaufen könnten. Und in dem Moment haben sie schon wieder zu wenig. Also so wenig Gedanken, wie wir uns um die Luft zum Atmen machen, genauso wenig Kopfgedanken, oberflächliche Sorgen, kann man uns über das Geld machen. Der Same, der was innen drin in dir stattfindet, das ist der Wichtigste. Um den geht's. Auf den muss man schauen. Weil du bist wie ein Bauer, der was seinen Samen austrägt und die Ernte nachher einholt. Ganz normal. Ganz logisch. Ja, logisch. Klingt gut, gell? Zuerst einmal dienen. Die einfachsten Sachen sind alle am schwersten. Aber vom Prinzip her ist es ganz einfach. Lass dich aber nicht provozieren, lass mir ein bisschen frech sein. Es ist eigentlich ganz einfach, aber gleich zart zum Umsetzen, weil man sollte jetzt also ein bisschen komplett konträr von dem denken, wie alle denken. Man sollte es ein bisschen anders machen. Man sollte sich in diesem Bad des Überflusses und der Fülle ein bisschen aufladen. Und das kann man wirklich tun. Man muss nur die Trennung aufheben. Also der andere, der was an der Bank sein Geld einzahlt, so ein Stapel 50er oder 100er, da kannst du dich fühlen, als wäre, wenn das jetzt deins wäre. Ist es wirklich seins? Wer weiß das schon? Steht ja auch nur auf dem Zettel, dass es seins ist. Du kannst dich jetzt so fühlen, wow, Geld ist da. Genieße dieses Bad.